Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem Planet Zoo Video, in dem ich mal mit euch über das kommende Africa Pack sprechen möchte. Das Ganze kommt am 22. Juni 2021 raus, das heißt nächste Woche ist es schon soweit und es erscheint gemeinsam mit dem kostenlosen Update 1.6. Zu dem Update verlinke ich für euch alle Infos in der Videobeschreibung, denn darum soll es heute in diesem Video nicht gehen. Ich möchte euch nämlich mit diesem Video kurz und knackig informieren, was alles in dem Africa Pack enthalten ist, welche Tiere enthalten sind, welche Baugegenstände und was noch so alles für Funktionen auf uns warten, damit ihr für euch persönlich herausfinden könnt, ob sich der Kauf lohnt oder nicht. Das ist übrigens eine Entscheidung, die müsst ihr dann im Endeffekt selber treffen. Die kann ich euch nicht abnehmen, da ist nämlich jede Meinung ein wenig anders. Jetzt fangen wir aber erstmal mit ein paar Fakten an. Das Ganze wird nämlich 9,99 € kosten und enthält 4 Tiere und ein Vivarientier. Außerdem enthalten sind 180 neue Teile, thematisch passend zum Thema Afrika, beziehungsweise viele sehen so Richtung Nordafrika aus, so ein bisschen ägyptisch, würde ich sagen. Und zu guter Letzt gibt es auch noch ein neues Zeitszenario, welches in einer Oase spielt. Jetzt gehen wir aber nochmal gemeinsam auf die Tiere ein wenig genauer ein. Da haben wir nämlich als allererstes das Erdmännchen. Mein Lieblingszootier, habe ich mich mega drüber gefreut, als ich das zum ersten Mal in dem Trailer gesehen habe. Und ich muss auch sagen, dass es optisch wirklich wunderschön geworden ist. Und es bringt auch eine neue Funktion mit sich, nämlich kann das Erdmännchen graben. Dabei gehe ich aber tatsächlich so ein bisschen davon aus, dass es einfach nur an eine bestimmte Stelle geht, dann soll so ein Loch irgendwie entsteht und es dort dann abtaucht und dann irgendwann wieder genau aus dem gleichen Loch rauskommt. Ich denke nicht, dass da irgendwie das Erdmännchen wirklich buddelt und dann ein Tunnelsystem oder so unterirdisch entsteht. Was natürlich auch noch so ein bisschen gegen einen Kauf spricht, ist, dass es für jedes dieser Tiere schon eine Mod gibt, außer für das Vivarientier. Das heißt, man könnte sich die Tiere auch kostenlos schon durch Mods in das Spiel reinmodden. Dabei ist aber immer zu bedenken, dass die dann meistens optisch und gerade von den Animationen dann nicht ganz so schick sind, wie wenn die von Frontier persönlich kommen. Und meiner Meinung nach lohnt es sich gerade bei dem Erdmännchen definitiv das DLC zu kaufen, denn die Mod dazu war halt auf dem Vari-Skelett, das heißt ja Affenanimation, und auch das Model sah nicht ganz so gut aus. Und da muss man echt sagen, dass das aus dem Africa Pack schon wirklich richtig gut aussieht. Das nächste Tier ist der Fennek oder Wüstenfuchs. Dieser sieht wirklich bezaubernd süß aus und hat riesige Ohren. Das ist echt niedlich. Auf dem Bild hier sieht man sogar ein neues Spielzeug, nämlich so ein Tennisball. Bei dem Wüstenfuchs ist es allerdings so, dass der natürlich jetzt nicht so eine einzigartige Fähigkeit hat wie das Erdmännchen. Deshalb ist es jetzt nicht so krass was Besonderes, weil der natürlich ähnlich von den Animationen sein wird, wie zum Beispiel der Dingo. Wobei ich davon ausgehe, dass jedes dieser Tiere auch noch so unique Animationen haben wird. Das heißt, Animationen, die nur dieses Tier explizit macht. Aber man muss dazu sagen, es gibt schon eine Wüstenfuchs-Mod, die wirklich sehr gut schon aussieht und auch gut funktioniert von den Bewegungen und Animationen. Dann kommen wir schon zum nächsten Tier und das ist der Brillenpinguin oder auch afrikanischer Pinguin. Eine sehr hübsche Pinguinart in schwarz-weiß. Dazu habe ich leider noch keinen Screenshot gefunden, passend zum DLC. Allerdings kann ich euch hier schon Bildmaterial von einer Mod zeigen, die es gibt, welche definitiv auch schon nicht schlecht aussieht und auch relativ gut funktioniert, weil es gibt natürlich schon eine Pinguinart im Spiel und von dieser kommt man dann natürlich sich an dem Model bedienen. Als nächstes haben wir einen schweren und gut gepanzerten Bewohner Afrikas, nämlich das Breitmaulnashorn. Dieses sieht wirklich wunderschön aus und hätte meiner Meinung nach schon im Originalspiel von Anfang an mit dabei sein müssen, genau wie das Erdmännchen eigentlich. Aber ich freue mich natürlich, dass wir es jetzt durch ein DLC ins Spiel bekommen. Optisch sieht das wirklich richtig gut aus, finde ich. Ich bin da aber auch sehr auf die Animation gespannt, was es da so machen wird. Ob die dann vielleicht auch mal so gegeneinander so ein bisschen diese Kämpfe machen mit ihren Hörnern oder sowas, das würde ich ganz cool finden. Weil man muss auch wieder dazu sagen, es muss gute
einzigartige Animation geben, weil es gibt für das Breitmaul-Nashorn auch wieder eine richtig gut gelungene Mod. Und als letztes haben wir dann noch ein Vivarientier, nämlich den heiligen Skarabäus-Käfer. Das ist dieser relativ bekannte Käfer aus Ägypten, den man zum Beispiel aus Filmen wie Die Mumie oder sowas ganz gut kennt oder aus Aladdin. Screenshots dazu habe ich leider noch keine, aber ich finde ja auch, dass Vivarientiere wirklich sehr, sehr langweilig sind und gerade Käfer finde ich echt nicht so spannend. Und zu guter Letzt zeige ich euch jetzt noch ein paar Screenshots, wo ihr ein paar von den neuen Bauteilen sehen könnt. So, das war's mit dem heutigen Video. Ihr könnt jetzt am besten für euch die Entscheidung treffen, lohnt sich das DLC für euch oder nicht. Es ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinkt, dort könnt ihr es dann auf die Wunschliste packen. Falls euch dieses Video gut informiert hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, macht's gut, haut rein, euer Dandy.